Die zweite Sache ist, dass man sich von Essen und Trinken fernhält. Dass man sich von Essen und Trinken fernhält. Das heißt, wenn also eine Person isst und trinkt oder isst oder trinkt, dann ist sein Fasten gebrochen. Der hat eine extrem große Sünde begangen und der muss diesen Tag nachfasten. Das ist eine Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten. Manche Gelehrten sagten sogar, er muss eine Kafara machen, er muss die Sühne machen. Und zu dieser Sühne kommen wir noch, aber nach der stärkeren Meinung ist es so, dass er diesen Tag nachfasten muss und dass er Tauba machen muss, aufrichtig bei Allah bereuen und dass er eine große Sünde begangen hat. Ja? Auf jeden Fall, wenn also jemand isst oder trinkt, mit Absicht und mit Wissen. Denn alle Mufattirat, alle Sachen, die das Fasten ungültig machen, haben diese zwei Bedingungen.